So, guten Morgen miteinander. Ich bin heute an dem kleinsten Bacherl, an dem ich jemals gefischt habe. Warum? Der Simon von Flyris hat mich gefragt, ob ich nicht einmal gern herkommen darf und bei einer in der Fränkischen Schweiz fischen. Und da sage ich natürlich überhaupt nicht nein und sage schon mal vielen Dank für die Möglichkeit. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob dieses kleine Wiesenbacherl den ein oder anderen Schatz für mich bereithält. Fisch. Alpaka. Fisch. Das ist aber kein schlechter Fisch. Super, super. Da auf dem Ufer ist ein scheiß Kerl außer. Der macht jetzt natürlich den ganzen Pool kaputt. Schöner Fisch. Auch wenn du jetzt den ganzen Pool da unruhig gemacht hast. Der Hundling, du. Jetzt ein bisschen tiefer gestellt. Und die ist nicht so schlecht, die Bachforellen. Es hat immer die Gefahr bei so kleinen Spots, nicht tief, Wasser ist klar, dass da dann doch einmal ein Fisch so eine Unruhe reinbringt, dass da dann gar nichts mehr geht. Wow, ein wunderschöner kleiner Fisch. Wunderschön. Ja, da geht er. Super, und eine wieder. Das glaube ich war zu viel Tamtam. Jetzt sind wir ein wenig näher an dem Felsen und da ist noch eine. Super, wenn die so einen schönen gelben Bauch haben. Ich liebe es. Und tschüss! Na super, zuerst am Baum und dann am Ast unten. Aber, schau her, guter Knoten. Halt das. Gut. Was für ein schöner Fisch. Der muss wieder schwimmen. Blapp.
schöner Fisch. Die hat sich aber auch richtig eingezimmert. Super schöner Fisch. So, jetzt wird es einmal Zeit für eine kleine kreative Pause. Falsch, kreativ-kulinarische Pause. Und ich meine, schaut euch das an, was ist das eigentlich für ein Platz? Das ist doch Wahnsinn, oder? Gibt keinen besseren Platz. Und was isst man in Franken zur Mittagspause? Bratwürst aus einer richtig guten Metzgerei. Und die haben wir uns jetzt mit ein bisschen Butter in die Pfanne. Topwürstel, brauchst keinen Senf, gar nichts, schmeckt einfach geil. Okay, da unten steht der Fisch. Da ist er. Schöner, schöner Fisch. Also generell muss man einfach sagen, es ist traumhaft zum Fischen. Hinter jeder Ecke lauert so ein echt Traumspot wie der da. Wirklich geil. Wirklich geil. Ohohoho. Das ist leider in die falsche Richtung angehaut. Ich hoffe, dass er hält. Da vorne müsste ein Fisch stehen. Ich glaube, da steht er, ne? Direkt am Eingang vor dem Pool. Ja, da ist er. Schöne Eschen. Schöne Eschen. Ganz ein schöner Fisch. Und zurück geht's. Ja, schaut okay aus. Jawohl. Ah. Oh. Wäre doch sehr gut gewesen. Eschen. Da schon her. Das ist aber schnell gegangen.
Jawohl. Toller Fisch. Absolut toller Fisch. Schau dir den kleinen Pool an. Super. Super. Na, mal schauen. Trifft ist natürlich nicht so einfach. Mal sehen, was wird. Ah ja, so schon her. Ist der da im Eckerl drin gestanden? Ah, und das Holz gehst du nicht rein. Cooler Fisch. Oh, das ist ja gute Eschen. Alter Schwere. Ja. So, super Spot. Aber natürlich auch Potenzial für viel Hänger. Fangen wir mal vorne an. Und da ist schon eine. Ja, man darf immer nicht den Fehler machen und gleich denken, oh, geiler Spot, da hinten muss ich hin. Und dann überwirfe ich das alles und lasse eigentlich die interessanten Flecken vor die Füße stehen. Schöner kleiner Kamerad. Super Fisch, super Fisch. Und mal übers Holz. Jo. Ah, da geht er nicht hinterher. Und oben. Da ist er nicht. Ja, schöne. Hey, da geht's dahin. Der Tag hat ein Ende. Hier auf zum Fischen. Für mich war es ein wunderschöner Tag. Das erste Mal an so einem Wiesenbacherl. Ich habe saugut gefangen. Ich habe saugut gegessen. Wunderschöne Fisch, muss man wirklich sagen. Wunderschöne, gesunde Fisch. Und für den Bach, für die Breiten von dem Bach, für die Größe vom Gewässer, finde ich richtig gute Fisch. Ja, richtig gute Fisch. Ein bisschen eine Materialschlacht war es, das muss man sagen. Aber ich glaube, das ist halt auch eine Kombination aus vielleicht mangelnden Wurfkünsten, zeitweise ziemlich viel Wind und halt einfach, nein, klar, Gestrüpp, das halt so am Bach unterwegs ist und dann reißt man halt das ein oder andere mal ab. Also, ich kann das Wasser jedem empfehlen, der die Natur genießen möchte, wunderschöne Fisch fangen möchte und einfach locker zu Fuß an einem Wiesenbacherl unterwegs sein möchte. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet mit mir, dann gemeinsam am Wasser. Bis dahin, Servus, ciao.